Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Laufriesen Marsch. Wir werden jetzt ganz schnell Feld 13 abernten. Schnelle Anführungszeichen. Vorwärtsfahren wir richtig. So, mal den auch mal ausklappen. So, dann geht er gleich wieder. So. Ich steige jetzt mit dem zweiten Drescher ein. Dazu werden wir mal ganz pauschal einen Kurs kopieren. Dazu noch mal ganz kurz das aktivieren. Dann fahren wir mal in die Mitte rein. Charlie ist fertig und die FPS geht hoch. Ich meine, normalerweise mache ich es nicht, aber ich muss ja reinfahren, wegen der, dass ich in der Mitte anfangen kann. Etwa hier vorne in dem Bereich, wo wir arbeiten, anfangen. So, dann haben wir den Kurs Play. Erntemodus einstellen. Das geht. Aber mal staunen, was so ein Flugmod-Prinzip so Ressourcen frisst. Muss ich mal schauen, ob es auch einen anderen gibt hier. So noch nie aufgefallen. Aber aktuell habe ich ja die Grafikkarte oder die Leistung für die Grafikkarte auf Maximum gestellt. Und auch mal so, ne? Wir haben mal die Leistung. Oh, anscheinend kann das böse Dinge. Ja, aber es ist komisch, weil jetzt habe ich Leistung von der Karte knapp 80%. Leicht drunter. Ist vollkommen okay. Wenn ich flüge, waren es knapp 30. In dem Zusammenhang muss ich jetzt nicht verstehen. Schöne Birke, die werden ja schön laubmäßig braun und grün und, ne? Also je nach Jahreszeit entsprechend angepasst. Dann müssen wir noch einen Schneekurs fahren hier. Schiebeschild für Schneebraume noch. Ja. Das heißt in Zukunft Ernte ins Lager und im Herbst und Winter verkaufen. Im Winter vor allem. Jetzt macht auch Holz machen ja auch Sinn. So, jetzt müssen wir natürlich nach links fahren. Eine Ehrenrunde. Habe ich Uge? Nee, habe ich nicht. Das ist typisch. Jetzt läuft. So laden werden, Mann. Hat er knapp eine Runde nicht geschafft, obwohl der äußere Bereich nicht optimal gedüngt ist, muss man dazu sagen.
auch mal aus an sich, da müssen wir das sehen können. Ja, der hat einen langen, ne? Außenlieger, der fängt da ein bisschen kürzer. So, der ist auf der Bell, wieder hoch. Super. Wir werden ganz schnell mit durch sein. Zwei sind doch dann schneller als einer, ne? So, Durst habe ich. Ich wollte eigentlich Fenster aufmachen. Angst. Und die losfahren. So, der Fendt hat aktuell 62, der muss gleich eine, bevor er wieder in den Frucht hochfährt. Du so leichter haben wir jetzt nebenbei leer machen. Ja, wir kriegen langsam die Nacht rein. Es wird dunkel, es wird schummrig. Das kommt beim Season noch hinzu. Im Sommer ist länger hell und im Winter ist der Tag kürzer, also das helle Prinzip. Da wird es um 8 Uhr erst hell und um 6 Uhr schon dunkel teilweise. Und im Sommer ist sehr lange hell und halt kurze Nächte. Ist der Fenster leer. Dann können wir ganz kurz Fenster aufmachen. Zwei Fenster. Drei. Dann bin ich kurz mal weg. Vor die Flasche. Kurz wieder da und kurz wieder weg. Gleich ein bisschen Luft gemacht. Ventilator. Oder haben sie Glück gehabt? Jetzt muss ich. Und sie wären sich ganz gerne mit Haufen gefahren. Eine kahle Stelle. Da werden wir gleich den Arm wieder leer machen.
Oh, da haben wir noch Ballen zu liegen. Ja, da war da was, ne? Da fängt noch 51% mit 42. Ich bin 41. Dann müssten wir noch gleich die Wahlen einsammeln, bevor Wachstum kommt. Und düngen müssen wir auch noch. Oder wollen wir das flügen? Ah, ist ja, kommen wir nicht ran. Müssen wir mit einer größeren Kurve fahren. Das wird so nichts. Weil da ist noch keine zweite Vorgänge fertig. Aber wir haben eine Spur eingefahren und so, und das können wir doch nicht. Das ist blöd, mir fehlt ein zweiter LKW jetzt. Denn Dolly habe ich auch nicht. Ja, dann mal gucken, ob wir einen da mal testen können. Wo nehmen wir ganz billigen? Da haben wir das Schönes. Achse. Einfach mal mieten. Nee, Platz ist leer. Ist okay. Wir müssen schnell die Silageballen holen, bevor das Gras wieder wächst, und dann müssen wir gleich düngen. Ja, man, die Kopf hat meine Beine, ne? Da haben wir unseren Sammelwagen. Damit die heute die Silage noch verkauft wird, in der BGA. Bimbeli bammeli bumm. Rechts von dort. Macht keine mehr die Ernte hier, wa? Ich habe keine Zeit. Oder sie zahlen mehr. Wer mehr zahlt, dann können wir darüber reden. Strohballen. Schöne Achsen aus. Nicht gut. Ärgerlich, ärgerlich. Naja, was soll's. Ich hab's vergessen, ich hab's vergeigt. Meine Schuld. Na,
Dann können wir nicht mehr düngen. Duck, 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 duck. Ich meine, die Menge schon enorm, ne? 48 Ballen. Hatten wir uns eigentlich ein Fahrzeug hier gelegen gehabt? Ich glaube schon, ne? Schöne, schöne Fruchtzerstörung. Ärgerlich. Na gut. Hatte ja Mais im Kopf. Und glatt vergessen, hier die Silagespalte zu holen. Und die habe ich noch durch Zufall gesehen. Sonst wären die noch Montag gestanden. Ein Glück war wohl nicht Samara. Also Düngen macht glaube ich keinen Sinn mehr, in dem Sinne. Ich glaube mal Gras haben und die kleinere Sorge, das ist nicht unser Hauptproblem jetzt. Die Hauptsorge ist jetzt aktuell, dass beide Drescher 80% haben. Das heißt, wir müssen sie mal gleich leer machen. Der eine fällt gerade wieder eine Frucht rein und der andere fällt auch gleich eine Frucht rein. Das ist zu spät. Ja, die scheren ja aus, das ist gut dabei. Und bei Einhänger geht es ja auch. So, ab zur BGH. Die kriegen wir noch heute für Arbeit, denk mal. Bis 0 Uhr. Knappe. Ja, 5 Stunden. Oh, der Zaun ist gut, ne? Das finde ich mal so. Leicht übertrieben, aber etwas zu hören. Ne? Wir fahren ein bisschen links wie England hier heute. Ein Ball ist wahrscheinlich außerhalb des Triggers. Sehr wahrscheinlich. Ups, weg ist er. War noch nicht leer, BGH. Alles gut. Oder auch schlecht, da kann man nehmen, wie man will, ne?
Ja, voll. Voll. Bin ja gespannt. Mensch, hat man nicht mal den Heuballen gehabt? Hat er auch geschluckt. Das Stroh wird er hier nicht nehmen. Das glaube ich nicht. So. Das lahm man noch aus. Bist du dich dran? Das ist ja nicht so praktisch. Also muss das gehen. Den Rest lahmen ja wieder ein. Kann man LKW wieder abgeben, ne? Ja. Machen wir nachher. Der passt. Könnten wir eigentlich wieder auf 5 gehen? Um 20 Uhr auf 30 oder schlafen gehen. Wenn das Rapsfeld geerntet ist, wir brauchen nicht aussehen und wir brauchen nicht pflügen. Pflügen, wenn wir pflügen müssten, wäre das noch okay. Würden wir noch tun oder würde ich tun und dann ja, aber wir tun das nicht. Ja, 20, 18% verübt. Sandro brauchen wir ein anderes Gebiss. Also schneid weg. Gebiss ist gut. Jetzt haben wir eine Gusche. So. Weit zurückgefahren ist gut. Wie gesagt, der hat 17 Tauben drin, das ist ein kleiner Vorteil. Mal ganz kurz gucken hier mit der Frucht. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Das war schon teilweise Stufe 2. Na gut. Düngen ist zu spät. So oder so. So oder so. Kalken können wir noch. Das können wir noch tun. Aber erstmal mal fertig. Wie haben wir den? Der Hänger ist voll. Der Hänger ist voll. Der Hänger ist voll. Aber Karten können wir immer noch machen, wenn wir am nächsten Tag oder so, dann ist nicht tragisch. Das ist nicht dramatisch. Oh, ich bin müde. Gibt's doch gar nicht. Eine Woche Frühstück, das ist eine Katastrophe. Aber das ist leider. Ja, ist leider. Hat auch Vorteile. Man hat Freitag entsprechend früh Feierabend. Ne? Die Dunkelheit kommt rein ins Land. Von rechts wird dunkel. Dieser LKW war ja so bescheidener Lenkung. So, schau mal Raps, das müsste eigentlich hinkommen. So, meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein.
Würde mich freuen, wenn wir wiedersehen. Dann sagt mal Tschüss um den Gewinkel. Ciao, ciao. Bis zum Morgen vielleicht, ne? Ciao, ciao. Ciao.